Hallo, hier ist der Christoph von Schnauze58 und ich möchte euch heute wieder was zeigen. Und zwar geht es um dieses Messer hier von Böker Plus. Ein Messer mit 440C Stahlklinge, Griffwicklung Paracord, eine Klingenstärke von 6,8 mm und eine Klingenlänge von 9,5 cm und einer Gesamtlänge von 19,6 cm. Das Messer hat mich heute erreicht und hier ist das gute Stück. Da gehört jetzt noch so ein Adapter dazu, um am Gürtel eine Gürtelklemme oder sowas, aber die mache ich nicht dran. Was mich auch noch ein bisschen stört, ist dieser Diamantschärfer hier, aber nun gut, den werde ich nicht benutzen. Mir ist es um das Messer gegangen. Ultra stabil, sehr formschön. Hier oben die beiden Wellen, um Daumen aufzulegen. Liegt sehr gut in der Hand. Ultra stabil. Stonewash Finish. Sehr scharf. 440C aus der Böker Plus Reihe. Ein wirklich ultra stabiles Messer entwickelt. Jetzt muss ich das mal ablesen. Von Thomas Krug, der im Hauptberuf ein Tattoo-Studio hat. Und zwar das New Hugo Tattoo. Und der designt auch Messer. Jo, ein ultra stabiles Teil. 6,8 mm Rückenstärke und das behält die fast bis vorne. Es täuscht hier ein bisschen, weil das eine Fehlschärfe ist. Aber hier, 2 cm hinter der Spitze, ist das Ding immer noch 6,8 mm stark. Hat einen leichten Hohlschliff und ich muss sagen, liegt super in der Hand. Auch wenn man es so oder so zum Aufbrechen oder irgendwas zum ziehenden Schnitt. Einfach top. Hat man die zwei Finger hier oben in den Mulden liegen. Ein sehr gutes und stabiles Messer. Jetzt zur Scheide. Die Scheide hat an einer Seite einen Diamantschärfer. Stellt man die Scheide mit der Öffnung auf eine gerade Unterfläche, dann verläuft diese Schärfleiste genau in einem Schneidenwinkel von 20 Grad. Also wenn man hinsetzt und stellt das Messer gerade, hat man einen Schleifwinkel von 20 Grad. Mir ist das ein bisschen grob. Ansonsten ist die Scheide gut verarbeitet. Sie hält das Messer sicher fest. Da wackelt nichts, da geht nichts. Und es lässt sich auch sehr gut ziehen. Jo, das Böker Plus Prime, ein wirklich tolles und stabiles, nicht zu großes Messer, das man immer dabei haben kann. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, der Christoph. Tschüss.